Promi-Geflüster wieder mit einer neuen Folge hier am Start. Und jetzt kann man es wirklich so sagen, es wird lebendig. Lebendig, so heißt die Gruppe, die heute bei mir zu Gast ist oder beziehungsweise ein Vertreter der Gruppe. Normalerweise sind sie zu viert auf der Bühne. Und den Sänger, den haben sie sozusagen vorgeschickt, der Patrick. Und ihn heiße ich jetzt erstmal herzlich willkommen. Grüße dich, Patrick. Hallo Frank, schön, dass du mich hierzu eingeladen hast, dass ich dabei sein darf. In Vertretung von Lebendig, hi. Genau, Lebendig, also das ist wirklich Leben. Ich sage ja, normalerweise, ihr seid, ja, kann man sagen, vier Jungs, eine Boygroup, würde man jetzt vielleicht mal so sagen. Aber der Unterschied ist ja wirklich zu den vielen Boybands, die es da so draußen gibt. Ihr steht nicht auf der Bühne und tanzt und hüpft rum, sondern ihr habt wirklich auch die Musikinstrumente dabei, gell? Genau, das ist wahrscheinlich, also das würde ich so unterschreiben, ja. Also einmal natürlich das Thema Boyband, ja, das unterschreibe ich. Und klassisch natürlich auch, dass wir mit Instrumenten musizieren. Also mein Instrument ist die Stimme, ich springe dann doch ein bisschen rum und mache den Tanz der Boyband und die Jungs haben ihr Instrument in der Hand. In dem Fall Schlagzeug, Bass und Gitarre. Ja, sehr schön. Also wir haben deine Jungs natürlich auch nachher kurz hier, zumindest im Bild. Da kommen wir nachher gleich drauf. Aber erstmal vielleicht so die Anfänge von Lebendig. Wann ging's los? Ich habe jetzt gelesen, es war jetzt, glaube ich, nicht so ganz von Anfang an die Urbesetzung. Ich habe da ein bisschen nochmal probiert, gewechselt. Und jetzt so die letzten, in der letzten Zeit seid ihr jetzt so richtig gefestigt, oder? Genau, ja, Lebendig hat sich 2015 gegründet. Das war damals meine Idee. Ich war immer so der klassische Fußballer in der Kleinstadt Gießen und habe das immer sehr genossen. Hat aber dann einfach die Idee, weil ich in der Familie jetzt auch groß geworden bin mit meiner Frau und ihrem Bruder, die auch sehr musikalisch sind, einfach mal das Gefühl, ich will irgendwie Musik machen. Ich habe da Bock drauf, ohne jetzt klassische Vorkenntnisse zu haben oder zig Auftritte zu haben. Ich hatte einfach das Gefühl, ich brauche das und will das und hatte damals eine andere Besetzung. Genau, wir hatten mit einem kleinen Akustikprojekt begonnen, wo es darum ging, Covermusik zu machen, aber nicht klassisch die Songs, die man so kennt, sondern ganz, ganz viele Coversongs halt zu benutzen, die man vielleicht nicht so kennt, um unseren eigenen Stempel den ganzen schon aufzudrücken. Und aus dieser kleinen Geschichte wurde dann so, dass hat man das Gefühl gehabt, ey, so ein paar eigene Songs machen wäre doch auch cool. Und aus diesem ganzen Projekt ist dann ja dieses Lebendig-Projekt geworden. Und mit der Besetzung, die wir jetzt haben, bin ich auf jeden Fall sehr glücklich. Vorher war ich mit der Besetzung auch, aber verschiedenste Gründe hat es halt irgendwie dazu gebracht, dass dann der eine hat mehr Familienzeit, der andere hat von der Arbeit und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Musik auch immer sehr, sehr zeitintensiv ist. Mhm. Und aber die Konstellation, wie sie jetzt ist, macht mich auf jeden Fall sehr glücklich. Genau, Konstellation, du sagst gerade, jetzt haben wir dich gerade eh schon so schön sitzen hier. Ich sag mal, blend mal kurz deine Jungs ein und du stellst dir mal ganz kurz vor, wer dazugehört. Yeah. Ja, ihr seht jetzt an alle Zuschauer, die tollen Jungs. Also, wir haben einmal hier auf dieser Seite, das ist der Seppi, unser Schlagzeuger. Wir gehen weiter hier rüber, das ist nämlich der Niki, genau der hier, unser Gitarrist. Und ganz außen sehen wir den Robin, unseren Bassisten. Sehr schön. Und, wie gesagt, zusammen lebendig. Und wie lebendig das Ganze ist, das können wir irgendwo in einem Video sehen. Das blende ich jetzt bei YouTube dann. Ne, wo hier oben gibt es den Link dazu, genau die Infokarte. Da vernetzen wir das Ganze. Da könnt ihr mal draufschauen auf ein Video, wie die Jungs auf der Bühne so zu sehen und zu hören sind. Genau. Ja, Lebendig, ihr habt, glaube ich, jetzt ein paar CDs oder so kleine EPs, wie man so schön sagt, mit 6 Titeln, 8 Titeln, 10 Titeln draußen. Und was mir auffällt, einmal gibt es den Alltag und einmal den Freitag. Also Alltag, Freitag. Was hat es da damit auf sich? Am liebsten haben wir unseren Alltag, das ist Musik machen. Und Freitag ist immer schön, weil das für uns heißt, dass wieder das Wochenende ansteht und wir Musik machen dürfen. Ja, also wir sind ja alle ja sehr lebendig, definitiv. Wir machen das ja mit ganz viel Leidenschaft und Liebe.
Aber man darf natürlich nicht vergessen, jeder verdient sein Geld nebenbei auch noch ein bisschen anders. Der eine vielleicht mit einer anderen Coverband oder mit Unterricht. Ich bin zum Beispiel Physiotherapeut. Also so von der Musik leben ist leider noch nicht so ganz drin. Von daher ist das immer so eine Mischung bei dem Song Alltag. Wir nehmen den Alltag so ein bisschen aufs Korn. Jeder denkt ja manchmal so drüber nach. Boah, irgendwie nervt der Alltag. Aber eigentlich ist er gar nicht so schlecht. Und bei Freitag geht es einfach darum, wenn Montag ist, freut man sich ja wieder auf diesen Freitag. Wochenende und ja, Konzerte, Party und Vollgas, ja. Genau, wenn man jetzt so eure Musik dann wirklich hernimmt, wo würdet ihr euch einordnen, beziehungsweise wenn man dann wieder so in die klassischen ja, Plattformen da geht, dann wird doch schnell irgendwie ein Schlager unterstrichen. Seid ihr im Schlagerbereich zu Hause? Ja, also ich mische das ja gerne. Also durch viele Künstler in der Branche wissen wir ja, dass es ja eigentlich diesen großen Unterschied zwischen Deutschpop und Schlagerpop ja gar nicht mehr so gibt. Der eine ist Richtig. textlich vielleicht ein bisschen mehr schlageresk, der nächste ist vielleicht vom Sound ein bisschen. Ich finde es total spannend und mag es einfach, ich sage mal, deutscher Schlagerpop. Das Wichtigste ist, wir sind im Deutschen zu Hause. Also ich liebe genau wie die Jungs auch die deutsche Musik. Das ganze Team dahinter, ob das Fotograf ist, ob das Mercher ist, also wir leben das alles. Und lieben das alles, deswegen sind wir im deutschsprachigen Schlagerpop zu Hause, würde ich es jetzt mal so Genau. benennen. Ja, nee, das ist auf alle Fälle sehr breit gefächert und ich sage ja auch, gerade durch die Musik oder beziehungsweise die Instrumentierung, die ihr dabei habt, ist man da natürlich doch breit aufgestellt irgendwo, ne? Ganz genau. Und dann wart ihr, glaube ich, auch jetzt schon mal zusammen mit, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, wenn nicht, korrigiere mich, Ben Zucker, gell? Das war ein Stichwort. Ja. Ben Zucker ist ein tolles Stichwort. Ja, wir waren letztes Jahr bei seiner Sommertour bei 5 Konzerten im Vorprogramm dabei und das war, ja, brauche ich nicht, glaube ich, kann ich gar nicht so oft genug sagen. Ich drehe jedes Mal wieder durch, wenn ich drüber nachdenke. Es war ein unfassbar tolles Gefühl, nicht nur auf der Bühne zu stehen, weil ich finde, Ben Zucker hat unfassbar tolle Fans. Die haben total gut zu unseren gepasst und deswegen kam das, glaube ich, auch ganz gut an, sondern auch das komplette Team. Ich bin ja immer so ein Freund von immer nicht nur das zu sehen, was da passiert, sondern was drumherum eigentlich passiert. Und diese Wertschätzung, allein nicht von Ben und sondern von seinen Musikern, von allen drumherum, also diese Wertschätzung zu bekommen für das, was man macht, das war wirklich der absolute Wahnsinn. Und von daher, vielleicht passiert es ja nochmal, aber es war letztes Jahr auf jeden Fall ein absolutes Highlight, definitiv, ja. Wie kam es da zustande? Ist er auf euch aufmerksam geworden oder habt ihr gesagt, hey Ben, wir würden gerne dein Support sein oder wie geht man so eine Sache an? Genau, also wir haben, hier gibt es bei uns in Gießen den Gießener Kultursommer. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Da spielen auch ganz, ganz viele verschiedene große Künstler und da war auch Ben Zucker mal dabei und das war 2019. Und da war es so, dass, glaube ich, damals der Support von Ben ausgefallen ist und kurzfristig dann der Veranstalter uns gefragt hat, ob wir dort einspringen wollen. Und war damals die erste Berührung mit Ben, obwohl wir uns vor Ort, weil wir vorher noch einen anderen Gig gespielt haben, uns gar nicht so richtig unterhalten konnten oder so. War es jetzt so, dass wir haben ja einen Manager, der liebe Rüdiger hat den Kontakt, den wir damals geknüpft haben, zu seinem Team dann nochmal aufgenommen für das Jahr 2022 im letzten Jahr. Und dann konnte sich Ben zum Glück auch an uns erinnern und wusste, dass das echt cool war und unkompliziert, weil das ist ja das, was auch große Künstler schätzen, dass da keiner kommt und irgendwelche Starlöhnen mitbringt oder für einen Soundcheck 2 Stunden braucht, sondern du bist die Vorband, du bist dafür da, dass du den Abend eröffnest, dass die Leute Lust haben auf den Hauptkünstler. Und da wusste er, dass er sich da bei uns zu 100% drauf verlassen kann. Und ja, so konnte man sich wieder ins Gedächtnis rufen und dann hieß es, hey, die wollen wir dabei haben. Genau. Und wie seid ihr denn dann beim Publikum angekommen? Seine Fans, haben die euch auch gleich so akzeptiert? Ja, und das soll gar nicht arrogant klingen oder so, aber ich glaube, wir sind extrem gut angekommen. Ja, also das war wirklich, also ich persönlich, wenn man das als Match nennt, war das das perfekte Match. Ja, wir eröffnen den Abend, wir kennen unsere Rolle, wir wissen, was wir zu tun haben. Und die Fans haben alle mitgemacht, die haben mitgesungen, die haben mitgeklatscht. Also sie waren so in einer super Grundstimmung. Also von daher es hat einfach perfekt geklappt. Also ich würde sofort, na klar, wieder sagen, Ben, nimm uns dazu. Wenn es nochmal dazu kommt, wäre es schön. Aber also es hat perfekt funktioniert. Also es sind auch einige dran geblieben, einige Ben Zucker-Fans, die uns jetzt bei Social Media auch folgen, die jetzt auch beim Konzert waren. Wir haben vor ein paar Wochen so ein kleines Hut-Gagen-Konzert gespielt,
wo auf einmal aus Bayern Leute kamen, die uns in Ulm bei ihm im Vorprogramm gesehen haben. Und das sind natürlich dann die Okay. Storys, die man sein Leben nicht mehr vergisst, ja. Ja, ganz genau. Und klar, die Bühne ist natürlich, gehört dazu, das zum Künstler. Fernsehen, klar, das ist natürlich eine Sache, aber um wirklich, sage ich mal, die Fans zu gewinnen und dann auch wirklich zu sehen, wie kommt es wirklich an, das erlebt man nur live auf der Bühne. Ja, wir sind absolut klar eine Liveband. Also das ist das, was ich auch immer wieder sage. Klar, ich will unbedingt mal im Fernseher auftreten. Das ist nicht das, was ich das nicht will oder die Band. Aber wir sind eine Liveband. Und ich sage immer, lebendig muss man mal erlebt haben, um wirklich zu wissen, was lebendig heißt. Und deswegen hat das zu, in dem Fall zu Ben oder auch wenn wir eigene Konzerte spielen, weiß man danach, aha, das war lebendig. Genau, und wie gesagt, wie lebendig es wirklich ist, das muss man eben, wie gesagt, live erleben. Wo seid ihr dieses Jahr so überall unterwegs? Gibt es da schon einen kleinen Terminplan Ja, auf mit jeden ein paar Highlights, die Fall. du rausheben kannst? Ja, also wir auf unserer Homepage lebendig-musik.de findet man natürlich die Daten. Sind schöne Sachen dabei, wie der Hessentag zum Beispiel, der ist für uns immer ein Highlight. Wir spielen dieses Jahr wieder eine schöne eine kleine Norddeutschland-Tour an der Nordsee in St. Peter-Ording in Büsum. Das wird wieder richtig schön. Und ja, stehen auf jeden Fall schon einige Termine fest, Bad Soden und so weiter und so fort. Also ich kann mich aufs Jahr jetzt schon freuen. Ich denke, da kommt noch ein bisschen was zusammen, weil ich habe so das Gefühl, dass alle Veranstalter gerade so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen, dass alles ein bisschen später ist mit der Planung. Aber es laufen viele Gespräche und ja, am Ende werden es wieder viele Konzerte sein, viele lebendige Konzerte sein und darauf freue ich mich wirklich sehr. Das klingt doch sehr gut. Denn ich denke mal, die schwierigen Zeiten, die haben wir wirklich hoffentlich hinter uns und wir können hoffentlich alle nach vorne blicken mit positiven Gedanken, genau, weil irgendwo so, wie es bislang lief, kann es eigentlich auf Dauer weitergehen, oder? Natürlich nicht. Also, ich glaube, da rede ich für alle Künstler. Die letzten Jahre waren jetzt bestimmt nicht die schönsten. Was trotzdem für mich persönlich ein ganz besonderer Moment ist, ist einfach, wie man das trotzdem schafft. Auch, dass die Künstler immer das, was sie tun, immer noch so lieben und einfach dran geblieben sind. Klar, es gibt viele Leute, die sich jetzt vielleicht umorientiert haben, ob das im technischen Bereich ist, also die Techniker und Co. Es ist ein bisschen Reizüberflutung auf dem Markt. Also alle wollen irgendwie live spielen und müssen ja auch wieder Geld generieren. Da müssen wir auch nicht drum herum reden. Das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ich glaube aber auch, dass wir die harte Zeit überwunden haben. Ob das 2023 Jahr genauso wird, wie es mal vor Corona war, weiß ich nicht. Man merkt schon, wie gesagt, dass die Veranstalter alle ein bisschen später planen, ein bisschen zurückhaltender sind mit allem, weil man ja wirklich nicht weiß, was passiert. Aber ich bin schon immer Optimist. In allen Texten von Lebendig hört man immer eine gewisse Euphorie und Optimismus raus, egal, auch wenn es mal traurig ist oder so. Und das bin ich dieses Jahr auch. Also ich freue mich. Wir haben, wie gesagt, einige Konzerte vor und die Termine sind geblockt, die Termine sind geplant. Und da freuen wir uns natürlich auf die Leute und auf die Bühne und auf die Abende. Sehr schön. Texte hast du jetzt gerade kurz nochmal ein Stichwort gegeben, genau. Eure Musik schreibt ihr und komponiert ihr alles selbst? Oder wie Genau, es schaut's gibt, aus? genau, also wir haben mein Schwager ist auch Songwriter und Songschreiber, also Songwriter und ja, tritt auf verschiedenen Bühnen, ist auch immer unterwegs mit seiner Gitarre, schreibt tolle Songs. Da haben wir auch immer mal einige Songs mit dabei und sonst, ja, ist Seppi, unser Schlagzeuger, ein absoluter Glücksgriff, was das auch noch angeht. Also er schreibt tolle Songs, hat Ich schöne grabe mal nochmal Ideen. ein, deine Genau, Jungs, Seppi genau. ist genau der. Muss einmal der da, genau, das ist Seppi. Aber im Endeffekt ist es schon, wir versuchen da schon den Teamgedanken zu nutzen. Also ich schreibe ja genauso mit, am Ende muss ich da irgendwie auch singen. Das heißt ja noch lange nicht, wenn man was geschrieben hat, dass es auch singbar ist. Und da versuchen wir schon eine schöne Mischung zu finden. Aber ich versuche da immer so ein bisschen nicht so eigen zu sein, weil ich sage immer, es ist ja gar nicht mehr so, dass es immer nur noch einen Songwriter gibt oder zwei oder sowas. Wenn man manchmal sieht, wie viele Leute bei Atemlos von Helene mitgeschrieben haben oder sonst was. Also es sind ja manchmal so viele Menschen, die da noch mitwirken. Also von daher muss man sich darum immer ein bisschen öffnen. Ich finde es schön, wenn man seine Handschrift reinbringt, wenn man seine Songs vielleicht auch wirklich selbst komponiert und alles selbst schreibt. Aber da darf gerne immer ein Einfluss auch von außen kommen, wenn man das Gefühl hat, dadurch wird es besser.
Ja, natürlich, klar. Dann gibt es eine runde Sache und klar. Ja, und eure Fans, wie sieht's da aus? Wie groß ist da die Fangemeinde schon, die da immer so vielleicht bei euch auch hinterherreist? Ja, das kommt immer darauf an, wo wir spielen, natürlich, klar. Es gab schon einige tolle Momente, wo man dann auf einmal gesehen hat, dass da immer ein Kern, immer derselbe Kern ist. Brauchen wir nicht drüber reden, es sind jetzt nicht ein paar tausend Leute, aber wir haben sogar einen Fanclub. Es gibt einen Fanclub auf Facebook zum Beispiel. Da sind irgendwie, ich glaube, 400, 500 Leute drin. Das ist auch immer ganz schön. Aber ich sage jetzt mal, so ein Kern von 20, 30 Leuten reißt uns immer sehr, sehr gerne nach. Aber ich sage immer so, das ist das eine. Aber was eigentlich noch viel, viel cooler ist, ist auch, wenn man neue Leute gewinnen kann mit dem, was man tut. Ja, also nicht, dass ich die, die dabei sind, nicht mag, sondern die liebe ich noch viel mehr, weil man die ja auch immer überzeugt und wieder glücklich macht mit unserer Musik. Aber wenn man andere Leute dazu gewinnt. Und ich finde es ganz spannend, weil Lebendig hat da eigentlich in den letzten Jahren einen ganz schönen Fankreis auch aufgebaut. Also das ist klar, mehr geht immer, größer geht immer im Idealfall, keine Frage. Aber lieber habe ich einen kleinen Kern und dafür richtig tolle und Hardcore-Fans, nenne ich sie gerne mal, die das alles genauso lieben wie wir, als dann irgendwie alles verstreut und jeder sagt, oh, da höre ich mal rein. Also von daher, so einen schönen Kern gibt es und ja, mal schauen, wo der noch so hingeht. Sehr schön. Und dann sind natürlich die ganzen Social Media Kanäle, glaube ich, wichtig geworden. Also die darf man nicht vernachlässigen. Und ich glaube, so ist es auch dir quasi ergangen und bist auf Promigeflüster aufmerksam geworden über einen Musikkollegen, den ich auch, sage ich, glaube, dieses Jahr erst im Interview hatte, nämlich Miller. Ne? Genau. Ja, Der das kommt ja aus, war. der kommt ja aus eurer Ecke. Der kommt aus unserer Ecke, genau. Also der Gießen und Umgebung hat tolle Künstler hier am Start. Juli damals kommt ja auch von hier, also von Ja, daher. richtig. Nein, es ist so, dass genau, da habe ich das gesehen und fand das total spannend und habe dein Werdegang in Form deines Promi-Geflüsters hier schon ein bisschen länger dann dadurch auch auf dem Schirm gehabt. Und ja, und so ist der Kontakt entstanden und deswegen sitze ich hier und freue mich wirklich sehr, dass du ja, Natürlich. mir oder uns die Möglichkeit gibst, hier einfach mal dabei zu sein. Wirklich bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Das freut mich natürlich auch und ich bin auch immer wieder dankbar und mich freut es natürlich auch, wenn neue Gruppen, neue Interpreten sich präsentieren und auch wieder den Mut haben, sozusagen auch gerade in der heutigen schwierigen Zeit doch wieder durchzustarten. Ne? Und dazu ist auch unsere Plattform auch gedacht. Also zum einen die alten Hasen, aber natürlich auch umso schöner, wenn es wieder neue, frische Gesichter gibt. Und neue Musik vor allen Dingen. Ja, genau. Also ich sage immer, der Durchstart ist ja das, was man sich vielleicht irgendwann wünscht und irgendwie erhofft, aber man kann ihn nicht erzwingen. Also von daher heißt es harte Arbeit. Auch ob das Radiosender sind, jeder will immer in die großen Sender. Klar, ich will auch gerne, dass die großen Sender uns spielen. Aber es sind manchmal auch einfach genau die anderen Wege, die man gehen muss. Und gerade solche Plattformen, die du hier, also so eine Plattform, wie du hier auf die Beine gestellt hast, das ist einfach total cool. Und da ist man wirklich, kann man nur stolz sein, wenn man auch dabei ist und das sollte man auch dann schätzen. Und das kann ich dir versprechen, tun wir auf jeden Fall. Sehr gut. Und natürlich wird eure Musik jetzt dann auch gespielt. Das ist jetzt auch noch ein Zusatz, das bei Promigeflüster auch noch gibt. Es gibt nämlich noch einen Radiokanal, der nennt sich Schlager 24 und ist über die Plattform laut.fm/Schlager24 zu empfangen. Und da reinhören, da werden wir lebendig auch zum Leben erwecken, sozusagen. Ganz genau. Also wäre schön, wenn wir uns da gegenseitig ein bisschen auch wieder unterstützen. Das ist, glaube ich, heutzutage auch ganz wichtig. Die Versprochen. Cross-Promotion, wie man so schön sagt. Ganz genau. Machen. Machen. Ja, wunderbar. Dann würde ich fast sagen, haben wir doch mal ein bisschen was erfahren. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann irgendwo auch mal live. Das wäre jetzt, glaube ich, so mal der nächste Schritt im Laufe Sehr gerne. des Jahres. Vielleicht gelingt es ja, ne? Sehr gerne, klar. Ja, bei irgendeinem Konzert. Du hast jetzt zwar nur den Norden erwähnt und so ein bisschen Gießen, Frankfurt, wo er zu Hause ist, aber Süden der Republik, da steht noch nichts fest, oder? Nee, steht noch nichts fest. Witzigerweise hat der Süden bis jetzt immer noch nicht so die Tür geöffnet. Also wo wir jetzt bei Ben dabei waren, in Ulm und in Bad Griesbach, waren wir das erste Mal wirklich so richtig im Süden. Und es
weiß ich nicht, woran das liegt, ob das einfach schwieriger ist, im Platz zu bekommen. Nein, aber im Endeffekt ist es echt immer so gewesen, so Mittelhessen und alles, was nach oben so geht, da sind wir gut am Start und alles, was so nach unten geht, da ist es irgendwie ein bisschen schwieriger. Ja, aber auch da bin ich jetzt nicht jemand, der irgendwie, oder wir denken da nicht so, alles blöd, alles blöd, wir nehmen natürlich das mit, was kommt und freuen uns dann immer, wenn Konzerte natürlich zustande kommen und vielleicht auch irgendwann der Süden. Sehr gut. So, und jetzt darfst du noch mal ganz kurz erwähnen, wo ihr überall zu finden seid, Homepage und die ganzen Social Media Kanäle. Wo findet man was? Ja, man findet uns überall, wo man Musik hören kann oder sich Videos anschauen kann. Ob bei YouTube, Lebendig Musik, ob bei Social Media, Instagram, und TikTok und natürlich auch Facebook, Lebendig Musik oder natürlich auch über unsere Homepage lebendig-musik.de. Da gibt es auch alle Links für diese Social Media Geschichten und ja, da sieht man manchmal vier verrückte Jungs, die sehr viel Spaß haben an dem, was sie tun. Von daher würde ich mich freuen. Lasst mal ein Like da, kommt mal rum. Werdet lebendig und kommt in unsere Family und ja, genießt deutsche Musik. Das ist das Allerwichtigste. Sehr schön. Also lebendig, das wirklich ein Geheimtipp. Hört rein, schaut vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem der nächsten Promi-Geflüster mit Sicherheit wieder. Wenn es wieder was Neues gibt, lass es wissen. Wir bleiben in Kontakt und wir. an dieser Stelle sage ich bei den Zuschauern herzlichen Dank fürs Zuschauen und dir, lieber Patrick, danke, dass du mein Gast heute warst. Danke dir, Frank.